Selbst im Winter bei Schnee treten die Abraumhalden im Gebiet nördlich von Aachen weithin sichtbar hervor. Es sind die Kennzeichen des Kohlenreviers zwischen Kohlscheid, Alsdorf und Übach-Palenberg, in dessen Mitte Merkstein liegt. In diesem Ort ist ein Schützenbrauch überliefert, der im Rheinland nicht seinesgleichen hat. Während sich die Randsiedlungen von Merkstein, die an einigen Stellen bis an die mächtigen Aufschüttungen der Grubenbetriebe heranreichen, kaum von den Reihenhausanlagen der großstädtischen Industriezentren unterscheiden, zeigt der Ortskern am Kirchberg das Bild eines über Jahrhunderte organisch gewachsenen Gemeinwesens. Die alte Willibrordus-Pfarre ist Heimstatt der 1633 gegründeten St. Sebastianus-Schützenbruderschaft. Alljährlich am 21. Januar, dem Tag des heiligen Sebastian, halten die Merksteiner Schützen ihren Brezelgang, der morgens in der Pfarrkirche mit dem Bruderamt eröffnet wird. Wir gedenken der Verstorbenen der Bruderschaft. Kessels Matthias, Floy Peter, Ehrens Matthias, Hermanns Jakob, Simons Johann, Meyers Nikolaus, Scheren Heinrich, Essers Johann, Bergstein Jakob. Während des Gottesdienstes, zu dem sich alle Schützen und die Jungschützen mit zurzeit 64 Mitgliedern vollzählig eingefunden haben, werden aus dem Totenbuch der Bruderschaft die Namen der Verstorbenen verlesen und der gemeinschaftlichen Fürbitte empfohlen. Die vom Pfarrer vorgetragenen Aufzeichnungen reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück und enthalten ungefähr 300 Namen. Trümpener Matthias, Trümpner Martin, Krichelberg Johann, Hansen Michael, Schwarz Johann, Kloten Johann Leonhard. Die Messe am Sebastianustag, die auf eine alte Stiftung der Bruderschaft zurückgeht, wird für das Seelenheil der Toten und der lebenden Schützen gelesen. Johann Hubert, Heiliges Matthias, mit der einer Hand Dionys, Hähnen Nikolaus Josef, Goebbels Dionys, Forst Heinrich Josef, Finken Wilhelm. Der Altar ist dem Friesenapostel und Gründer der Echternacher Benediktinerabtei St. Willibrord geweiht. Pfarrer Hubert Schantrin, von Reimersdal Johann. Der rechte Seitenflügel zeigt das Bild des heiligen Sebastian, der den Märtyrertod durch Pfeilschüsse erlitt und der im 15. und 16. Jahrhundert als Pestheiliger angerufen wurde. Er wird von den Merksteiner Schützen als Namenspatron verehrt. Vor dem Bild hat die Bruderschaft mit ihren Fahnen und Insignien Platz genommen. Johann Peter, Schwarz Wilhelm Josef, Schorsch Dionys, Savelsberg Wilhelm, Röhlings Michel, Heiligers Christian. Während der Schützenmesse am Sebastianustag ist die Gaststätte am Kirchberg gegenüber der Toranlage Treffpunkt der Bäcker. In Arbeitskleidung kommen die Ersten aus einer nahegelegenen Backstube. Sie bringen Brezel herbei, die man mit 25 Stück auf Schnüren zu Ringen zusammengebunden hat. Sie werden in der Schützenstube im Obergeschoss der Gaststätte bereitgelegt. Die Bäckereien, die nicht in unmittelbarer Nachbarschaft liegen, liefern ihre Ware mit dem Kraftfahrzeug an. Für den Merksteiner Brezelgang wird das Backwerk in solch großen Mengen gebraucht, dass auch Betriebe aus der Umgebung zugezogen werden müssen. 1980 hatte die Bruderschaft 6000 Stück bestellt. Die Anzahl wurde auf einer Versammlung nach dem Bedarf der einzelnen Schützen ermittelt. Für die Gebäcke im Brötchengewicht von 50 Gramm gilt ein einheitliches Rezept. Der Teig wird mit Weckmehl aus reinem Weizen, Milch, Salz und Hefe angesetzt. Die 15 cm großen, aus freier Hand geformten Doppelkringel werden in der Mitte zweimal geflochten und auf der Schauseite mit Eigelb bestrichen, so dass sie sich im Ofen glänzend braun färben. Neben der Massenware gibt es seit den letzten Jahren auch einige vierpfündige Brezel. Sie sind für erkrankte Schützen sowie als Ehrengaben für Honoratioren gedacht. Die großen Brezel werden mit Butter gebacken und bekommen einen Zuckerüberzug. Der Merksteiner Brezelgang geht auf eine Speisung der Bedürftigen zurück, die mit dem Gebot der Wohltätigkeit in den Statuten der Bruderschaft verankert ist.
Ursprünglich wurden die Ortsarmen am Patronatsfest mit Weißbrot und Bier bedacht. Über die Austeilung von Brezeln wird zuerst in der Schulchronik von 1883 berichtet. Dem Jahr, in dem die Merksteiner Bruderschaft ihr 250-jähriges Bestehen feierte. Die Schützen erschienen damals in der Schule, um die Kinder zu beschenken. Das heute übliche Auswerfen der Brezel beim Umzug durch den Ort, der sich dem Gottesdienst anschließt, kam in den Jahren nach 1900 auf. Wilhelm Übachs, Adolf Dahlen, Wienand Severins, Pastor Johannes Pelzer, Wilhelm. Beim Verlesen der Namen aus dem Totenbuch werden zum Schluss die jüngst Verstorbenen aufgerufen. Wenn ein Pastor genannt wird, war dies der Ortspfarrer, dem stets das Amt des Präses der Schützenbruderschaft zukommt. Die Messe am Patronatstag endet gegen 10 Uhr mit dem Sebastianuslied, das die Hilfe des Heiligen in aller Not erfleht, besonders bei Unglück, Krankheit und jähem Tod. In der Schlussstrophe heißt es: Hilf uns in Widerwärtigkeit, beschütze uns im letzten Streit, o heiliger Sebastian. Auf der Straße vor der Kirche haben sich inzwischen die ersten Zuschauer eingefunden, obwohl sie bis zum Beginn des Brezelgangs noch eine gute halbe Stunde warten müssen. Wegen der winterlichen Kälte tragen die Schützen zivile Mäntel über ihrer Montur. Zu ihr gehören von alters her der schwarze Frackanzug, der Zylinder und eine silberfarbene oder schwarze Krawatte. Kleidungsstücke, die ohne Schützenabzeichen auch bei anderen festlichen Gelegenheiten üblich sind. Der Schützenkönig hat die außerordentlich reiche Königskette über dem Mantel angetan. Er erscheint hier ohne seine Königin und ohne den Hofstaat. Die Jungschützen der Bruderschaft sind durch den grünen Schützenrock gekennzeichnet. Zum Brezelempfang begibt sich die Bruderschaft nach Beendigung des Schützenamtes geschlossen in die Gaststätte gegenüber der Kirche. In der Schützenstube, dem Versammlungsraum der Vereinigung im Obergeschoss der Gaststätte, sind die 6000 Brezel auf einem großen Haufen bereitgelegt. Sie werden in Ringen zu 25 Stück nach der Bestellliste ausgegeben, die der Kassierer angelegt hat. Jeder Schütze zahlt die Brezel, mit denen er sich für den Umgang versorgt, aus eigener Tasche. Beim Preis von 20 Pfennigen pro Stück kostet das Bund 5 Mark. Wer 5 Schnüre mit 125 Brezeln übernimmt, hat also 25 Mark zu entrichten. Die meisten Mitglieder der Bruderschaft haben Gebäck für 40 bis 50 Mark bestellt. Die Schnüre werden so um den Nacken gelegt, dass die Brezel dicht aufgereiht vor der Brust hängen. So können sie beim Auswerfen leicht von der Schnur abgetrennt werden. Wenn der ganze Vorrat ausgegeben ist, bleiben auf den Tüchern am Boden einzelne Brezel zurück, die sich aus dem Bund gelöst haben.
Der Schützenführer, der bei allen Auftritten der Bruderschaft für Ordnung und Zucht zu sorgen hat, schmückt die Spitze seiner Hellebarde mit Brezelringen. Auch die Jungschützen, die eine eigene, mehr auf den Schießsport orientierte Abteilung bilden, sind am Sebastianstag vollzählig zur Stelle. Während die Altschützen bei der Königskühe mit der Armbrust auf den Vogel zielen, pflegen sie das Scheibenschießen. Nach der Ausgabe des Gebäcks, das in seiner verschlungenen Form auf die Fesseln des Märtyrerheiligen Sebastian hinweisen soll, wird im Stehen noch schnell das gemeinsame Frühstück gehalten. Zur Stärkung gibt es von der Wirtin der Gaststätte alljährlich eine Tasse fette Hühnerbrühe mit Eierstich. Dazu verzehrt man einige Brezel aus dem Gehänge vor der Brust. Das Backwerk ist ungesüßt, weil der klebrige Zucker Spuren auf der Kleidung hinterlassen würde. Fertig machen! Den König anziehen! Wenn man dem Schützenkönig den Umhang wieder anlegt, der die Unterlage für die rund 30 Pfund schwere Kette bildet, wird es Zeit zum Aufbruch. Der silberne Schatz der Bruderschaft besteht aus mehr als 100 Königsplaketten, die vom Kragenstreifen in langen Reihen hinabhängen. Sie sind in gleicher Anzahl zu einem Vorderteil und zu einem Rückenstück zusammengefügt. Das älteste Silberschild der Merksteiner Königskette stammt aus dem Jahre 1639. Wenn früher größere Geldsummen gebraucht wurden, wie zuletzt 1890, bei der Anschaffung mehrerer Altarleuchter für die Kirche, hat man einen Teil des Schützensilbers verkauft. Kostbarstes Stück ist der Vogel auf der Vorderseite der Königskette, der 1633 von dem Abt Balduin von Horpusch aus dem Kloster Roldück, dem Gründer der Bruderschaft, gestiftet wurde. Die beiden mit Querhölzern versehenen Stäbe, auf denen rundum 150 Brezel Platz finden, gehören zur Ausstattung der beiden Schützenmeister. Sie begleiten beim Umzug den König, dem sie das Wurfmaterial bereithalten. Jeder Stab wird mit einem aufgesteckten Apfel gekrönt, der nach Beendigung des Brezelgangs eine besondere Bedeutung gewinnt. Wenn in der Schützenstube alle Vorbereitungen getroffen sind, ist es kurz vor 11 Uhr. Um diese Zeit schließen am Sebastianustag die Merksteiner Schulen, sodass sich alle Kinder auf die Straßen im Ortszentrum begeben können, durch die sich der Schützenumgang bewegt. Die wohltätige Speisung der Bedürftigen hat sich im Laufe der Zeit zu einer Art von Kinderbescherung entwickelt. Dies gilt auch für das Waisenheim und andere karitativen Einrichtungen für Jugendliche, die von der Bruderschaft beim Umgang besucht und besonders reichlich mit Brezeln bedacht werden. Wenn der Schützenkönig mit seinem Gefolge auf die Straße hinaustritt, um bei der Aufstellung des Zuges seinen Platz einzunehmen, wird er mit dem Parademarsch empfangen. Zu der musikalischen Begleitung, auch bei allen anderen festlichen Gelegenheiten im Jahreslauf, werden der Instrumentalverein und das Trommlerchor Merkstein zugezogen. Der mit Feldbinde und Säbel gekennzeichnete Schützenhauptmann, der das Kommando führt, sorgt für den pünktlichen Abmarsch, indem er sich an die Spitze des Zuges setzt. Thank you.
Auf den Straßen im Ortskern warten Hunderte von Zuschauern, deren Anzahl in den letzten Jahren ständig zugenommen hat. Um das eigenartige Schauspiel mitzuerleben, wobei es sichtlich auch darum geht, einige Brezel einzuheimsen, kommen viele Besucher von auswärts. Unter ihnen ist ein großer Anteil von Ausländern, die aus dem benachbarten niederländisch Limburg anreisen. Auch durch das Frostwetter und die vereisten Straßen, die den Umzug stark behindern, hat sich kaum jemand abhalten lassen. Der Weg führt zunächst zum Pfarrhaus, wo die Schützen ihren Präses abholen, der für die geistliche Leitung der Bruderschaft zuständig ist. Während die Spitze der Marschkolonne seitlich ausschert, sodass die folgenden Zugteilnehmer eine kurze Rast halten können, begeben sich die Chargierten der Bruderschaft zum Wohnhaus des Pastors. Ja, danke schön und alles Gute, einen guten Verlauf. Und ich darf Sie und alle Anwesenden zu einem kleinen Umdruck dann mit einladen. Der große gezuckerte Ehrenbrezel, der vom Präsidenten der Bruderschaft überreicht wurde, ist in durchsichtige Folie gehüllt. Es ist üblich, dass als Gegengabe aus der Schnapsflasche ein Umtrunk geboten wird, an dem sich alle beteiligen. Nicht nur wegen des Amtes in der kirchlichen Bruderschaft besteht ein sehr enges Verhältnis zwischen dem Ortsgeistlichen und der Schützenvereinigung. Wenn zum Beispiel eine neue Schützenfahne angeschafft wird, übernimmt der Pastor die Weihe. Die Schützen hingegen wirken unter anderem bei allen Pfarrprozessionen mit. Bevor sich der geistliche Präses dem Schützenumzug anschließt, hat er ebenfalls einige Brezelbunde umgehängt. Im weiteren Gang durch den Ort entfaltet sich ein lebhaftes Getriebe um die Brezelgaben. Die Kinder, von denen manche noch ihre Schulranzen tragen, haben sich mit Tüten ausgerüstet, um möglichst viel von dem Backwerk sammeln zu können. In den meisten Merksteiner Familien ist es üblich geworden, am Sebastianustag zum Kaffee nach dem Mittagtisch Schützenbrezel zu essen. Von den Kindern werden auch die älteren Einwohner versorgt, die niemanden haben, den sie auf die Straße schicken können. Seit Menschengedenken gab es in Merkstein keinen Sebastianustag ohne Brezelgang. Selbst in den Notjahren während der beiden Weltkriege konnte die Durchführung von den Mitgliedern der Schützenbruderschaft gemeinsam mit den Einwohnern des Ortes gesichert werden. Bei den Bauern sammelte man so viel Weizen, der von den Bäckern in Mehl umgetauscht und zu Brezeln verbacken wurde, dass der Umgang wenigstens in bescheidenem Rahmen stattfand. Bei allen Veränderungen im Sinngehalt und in der Form
kann der Merksteiner Brezelgang als Zeugnis für eine Überlieferung gelten, die mehr als 300 Jahre lang ungebrochen blieb. In letzter Zeit entstand aus ganz anderen Gründen ernsthaft Gefahr für den alten Schützenbrauch. Als die Bäckereien ihre Betriebe mehr und mehr mechanisierten, wurde es immer schwieriger, die Brezel in erforderlicher Menge heranzuschaffen. Für den Bedarf, der alljährlich nur an einem einzigen Tag anfällt, lohnte es sich nicht, eine besondere Maschine aufzustellen. Da es in den Backstuben bald an geeigneten Arbeitskräften zum Ausformen des Gebäcks von Hand fehlte, musste man 1978 um den Fortbestand des Merksteiner Brezelgangs bangen. Damals überlegte man in den Schützenfamilien, ob es möglich sei, die Brezel im häuslichen Küchenherd notfalls selber herzustellen. Angeregt durch das wachsende Interesse in der Öffentlichkeit, haben die in Frage kommenden Bäckereien inzwischen geeignete Wege gefunden. Die beliebteste Stelle zum Auswerfen der Brezel liegt am Ortsrand an einer hohen, mit Gras bewachsenen Böschung, die nun allerdings mit Schnee bedeckt ist. Hier haben sich die Kinder in großer Anzahl eingefunden, um den Schützenzug zu erwarten. Das Backwerk, das innerhalb des Ortes meist auf das Straßenpflaster gelangt, zerbricht oder schmutzig wird, wenn man keine Möglichkeit findet, es in die Hand zu reichen, bleibt auf dem abfallenden Wiesenstreifen unversehrt. Wenn die Schützen die vorgesehene Stelle erreichen, ist mindestens noch ein Drittel des Brezelbestandes vorhanden. Beim Passieren der Böschung wird reichlicher geworfen als sonst. Manche Schützen teilen hier ihren letzten Vorrat aus. Die Kinder, die ihre Taschen gut gefüllt haben, folgen dem Zug, der nun wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Von einer Bäckerei werden zusätzliche Brezel bereitgehalten. Sie liegt an der Straße, durch die die Schützen ihren Rückweg nehmen. Wer sein Wurfmaterial aufgebraucht hat, kann sich hier für das letzte Stück des Umgangs neu versorgen. Die Kinder, die sich um die Brezel balgen, begleiten den Zug bis zu seinem Ende. In der Regel ist es nach 13 Uhr, wenn die Schützenbruderschaft in geschlossener Marschkolonne wieder am Fuß des Kirchbergs eintrifft. An der Kirche bzw. vor dem Gasthof wird zum letzten Mal angehalten. Bis auf eine bestimmte Ausnahme sind jetzt sämtliche Brezel ausgegeben. Bevor sich der Zug auflöst, hat der Präsident der Bruderschaft noch eine wichtige Handlung zu vollziehen. Ein Ende genommen, trotz Schnee und Eis, alles gut verlaufen. Ich sehe, die beiden Schützenmeister haben ihr Amt gut verwaltet. Jeder hat noch drei Brezel und einen Apfel, das ist das Samenkorn für nächsten Jahr. Ich ernenne jetzt die neuen Schützenbrüder, die Brezel an unserer Wirtin übergeben. Als erster macht den Krämer. Als zweiten Jürgen Fürbeil. Es gehört zum Brauch, dass jeder von den beiden Schützenmeistern auf seiner Stange den Apfel und drei Brezel unversehrt heimbringt.
Apfel und Brezel müssen der Wirtin als sogenanntes Samenkorn für den Brezelgang des nächsten Jahres übergeben werden. Das ist das Samenkorn für den nächsten Jahr. Die Wirtin wird die verwandeln in einer Flasche Schnaps und den werden wir nachher trinken. Die Mitbringsel werden von der Wirtin verflüssigt. Das heißt, sie spendiert der Bruderschaft hierfür einen Umtrunk. Wenn es den beiden Schützenmeistern nicht gelingt, die volle Stückzahl zu sichern, sind sie verpflichtet, allen Beteiligten eine Runde zu geben. Um daran vorbeizukommen, sollen die Schützenmeister gelegentlich unerlaubten Ersatz in ihren Taschen mitgeführt haben. Nach dem Übergabeakt begeben sich die Mitglieder der Bruderschaft zum Umtrunk in den Gasthof. Anschließend werden sie in der Schützenstube ihre Jahresversammlung abhalten, wie dies der Überlieferung am Tage des heiligen Sebastian in Merkstein von alters her entspricht.